heute überraschenderweise Besuch gekriegt haben. Mhm. Ihr wart einigermaßen von den Socken, ja, ihr habt ihn gleich zum Kaffee eingeladen. Sehr vernünftige Idee, finde ich. Ja, was war los? Was habt ihr gedacht, als die Autos hier vorgefahren sind? Ja, erstmal waren wir erschrocken, was geht jetzt ab? Also das hat man ja nicht erwartet, dass so eine Hilfe kommt. Das hilft uns ja wirklich richtig weiter. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil es ist einfach herzergreifend, dass es so eine Menschen da noch gibt, die richtig mit Herz dabei sind und andere helfen. Das ist Wahnsinn. Die Wurzel des Ganzen lag ja in dem Sommerfest, in dem ausgefallenen, wo ihr auftreten solltet in Silo. Auch schon alles perfekt war, welche Nummern und wer wird mit wem und dies und jenes. Ja, und dann kam die Absage und da war das schon ein Stück weit traurig im Moment, ja, weil ihr seid ja zurzeit ohne Beschäftigung. Ja, richtig. Also da war wie so ein Schlag ins Gesicht, weil wir haben jetzt mehrere Absagen gekriegt. Jetzt hat man sich darauf gefreut und auch gehofft, da kommt wieder eine kleine Einnahme. Ja gut, ist okay, klappt nicht, aber es sind ja nicht nur wir, die da so ein Schlag ins Gesicht gekriegt haben, es sind ja auch andere, auch der Veranstalter, und das ist halt schade. Ja, ja, und die Silo haben aber nicht locker gelassen, nicht? Die haben nicht gesagt, abgesagt und die Schranke ist runter und nie wieder Zirkusfestival, sondern haben sich Gedanken gemacht. Ich glaube, da wart ihr auch schon ein bisschen überrascht, ne? Also, dass überhaupt an uns gedacht wird oder wurde, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Backen tun mir von Lachen. Nein, ehrlich, das ist ja ein schöner Tag dann für ein euch, sehr ne? Schöner Tag. Und wir haben also an die Tiere gedacht, aber genauso an euch. Ja. Und da gibt es ja eine junge Frau, die diese Taschen da fabriziert hat und auch eine ganze Menge Geld zusammengekommen ist. Habt ihr schon eine Idee, was ihr machen werdet mit der finanziellen Spende? Ich würde das erstmal gerne aufteilen an der Familie, dass jeder wieder was hat, weil wir seit 9 Monaten jetzt hier stehen und dass jeder wieder so ein bisschen Essensgeld hat und vielleicht kann man mal was mit unseren Kindern unternehmen, weil wir ja seit praktisch 9 Monaten nichts unternehmen können mit den Kindern. Da fällt ja einem richtig die Decke auf den Kopf. Also, so, und die Tiere haben jetzt super Spende gekriegt, da kann man vielleicht auch mal an uns Menschen denken. Das ist schön. Mhm. Habt ihr denn irgendwelche Hoffnungen, dass es irgendwie weitergeht? Gibt es Signale? Wir haben jetzt ein Konzept nach der Stadt Cottbus geschickt. Da wurde uns gestern mitgeteilt, wir müssen bis Ende Oktober leider warten, weil es sich jede Woche ändert und die haben auch andere Auflagen. Und ja, das heißt jetzt hier warten, ob wir jetzt Weihnachtszirkus machen dürfen oder nicht. Wir jedenfalls drücken euch die Daumen. Und vielleicht macht dieses Beispiel, was die Siloer jetzt vorgegeben haben, auch Schule, dass vielleicht auch andere Leute sagen, Mensch, da gibt es welche, die sind mehr in Not als wir selbst. Ne? Ja klar, also das mit den Schulen und Auftritt macht uns ja auch ziemlichen Spaß. Und da kann man ja mit den Konzepten ganz gut arbeiten. Die Kinder sind ja gar nicht mit uns, also wir haben ja keinen Kontakt mit denen, aber das wird auch eine schöne Aufmachung sein. Das kann man ganz schön aufbauen und dann ist es für die Kinder vielleicht auch wieder was anderes. Und wir sind wieder in unserem Trott drin. Wenn jemand jetzt Interesse gefunden hat an euren Auftritten, wo müsste der sich dann hinwenden? Könnt ihr gerne hierher kommen. Meine Schwester macht ja die ganzen Kontaktdaten. Wir sind ja immer hier und wir würden auch direkt gleich ein Datum festlegen. Wir sind dabei. Schön, da sagen wir noch den Zuschauern, dass es also hinter Fliesenlehmann ist, in der Nähe vom Bauhaus und da sieht man den Zirkuswagen schon stehen und genau. Da findet man schon Kontakt. Ne? Es gibt keine Zäune, keine Wächter und nichts. Also man kann hier schön direkt Kontakt aufnehmen. Alles Gute und wir wünschen euch, dass es weitergeht mit der Spendenfreudigkeit der Cottbusser. Vielen lieben Dank. Dankeschön.